Das nachfolgende Video erzählt die Geschichte von Suicide Maus. Viel Spaß und let's creep! Erinnert sich jemand von euch an diese Mickey Maus Zeichentrickserien aus den 30er Jahren? Wohl eher nicht. Diese Folgen wurden vor ein paar Jahren auf DVD veröffentlicht. Ich habe gelesen, dass es wohl eine unveröffentlichte Episode gibt, die selbst den eingefleischtesten Fans vorenthalten wurde. Den Quellen entsprechend ist es nichts Spektakuläres. Es ist eine einfache, simple Wiederholung, wie damals bei der Familie Feuerstein, wie Mickey für 2 bis 3 Minuten an 6 Gebäuden vorbeiläuft, bevor es in Schwarz ausblendet. Aber diesmal wurde keine fröhliche Musik gewählt. Nicht mal ein Lied wurde während der Episode gespielt. Nur ein ständiges Schlagen auf die Pianotasten. Es war nicht der muntere alte Mickey, wie wir ihn liebten lernten. Mickey hatte nicht mal getanzt, nicht mal gelacht. Er lief nur normal an den Häusern vorbei, als würdest du oder ich laufen, mit einem normalen Gesichtsausdruck. Aber aus bestimmten Gründen war sein Kopf zur Seite geneigt und er hatte diesen bedrückenden Ausdruck. Vor etwa 1 bis 2 Jahren hatte jeder gedacht, dass, nachdem alles in Schwarz ausgeblendet wurde, der Clip vorbei wäre. Als Leonard Maltin die Episode begutachtete, um sie in die Complete Series aufzunehmen, entschied er, dass diese Episode nicht gut genug wäre, um sie auf DVD zu packen. Aber er wollte eine digitale Kopie haben, da es immerhin eine Kreation von Walt Disney war. Als er die digitale Kopie bekam und sich die Datei auf dem Computer ansah, bemerkte er etwas. Die Episode war eigentlich 9 Minuten und 4 Sekunden lang. Das ist die ungekürzte Mail, die mir meine Quelle geschickt hat. Als es in Schwarz ausblendet, bleibt es so etwa bis zur 6. Minute, bevor Mickey weiterläuft. Dieses Mal war der Ton anders. Es war ein Gemurmel. Es war keine Sprache, eher ein glucksendes Geschrei. Als der Ton die nächsten Minuten noch undeutlicher und lauter wurde, begann das Bild an, verrückt zu spielen. Der Bürgersteig schlug eine Richtung ein, die eigentlich nicht möglich sein kann in Bezug auf Mickys Gang, und der bedrückende Ausdruck von ihm verzog sich langsam zu einem Grinsen. In der 7. Minute entwickelte sich das Murmeln in ein entsetzliches Geschrei, diese Art von Geschrei, die zu schmerzhaft ist, um hinzuhören. Und das Bild wurde noch obskurer. Farben entstanden, was zu der damaligen Zeit nicht möglich war. Mickys Gesicht begann nach unten zu fallen. Seine Augen rollten nach unten auf sein Kinn, wie 2 Murmeln in einem Fischglas. Als sein gekräuseltes Grinsen zur linken Seite des Gesichtes wanderte. Die Gebäude wurden Ruinen und hingen mitten in der Luft. Der Bürgersteig lief immer noch in eine unmöglich zu begehende Richtung. Mr. Maltin wurde unruhig und verließ den Raum, wobei er einen Mitarbeiter reingeschickt hat, der die Folge zu Ende schauen sollte und alles genau notieren sollte, was geschehen würde bis zur letzten Sekunde. Dann sollte er sofort die Disk in einen Safe wegsperren. Das verzerrte Geschrei hielt noch 8 Minuten und ein paar Sekunden an. Dann, am Ende der Credits, wurde abrupt zu Mickys Gesicht geschnitten, wobei es sich anhörte, als würde eine kaputte Musikbox im Hintergrund spielen. Für etwa 30 Sekunden wurde nur sein Gesicht gezeigt, und was auch immer in den 30 Sekunden geschah, mir war es nicht möglich, Informationen darüber zu bekommen. Von einem Sicherheitsbeamten, der in der Etage unter mir arbeitete und seine Runden drehte, erfuhr ich, dass der Mitarbeiter nach dem letzten Frame mit bleichem Gesicht aus dem Zimmer stolperte und 7-mal sagte, echtes Leid ist nicht bekannt, bevor er die Waffe des Sicherheitsbeamten an sich nahm und sich selbst das Leben nahm. Das Einzige, was ich von Mr. Maltin rausfinden konnte, war, dass der letzte Frame der Episode einen russischen Text zeigte, in dem etwa so etwas stand wie, die Anblicke der Hölle bringen die Zuschauer dorthin zurück. Soviel ich weiß, hat es niemand anderes gesehen. Aber es gab schon Dutzende Versuche, die Datei von Mitarbeitern im Studio online zu bekommen. Aber sollten die Gerüchte wahr sein, kursiert es online unter dem Titel
suicidemouse.avi. Jeder Mitarbeiter, der versuchte, die Folge ins Internet zu stellen, wurde umgehend gefeuert. Solltest du jemals eine Kopie des Films finden, bitte ich dich, sie niemals zu sehen und mich sofort zu kontaktieren. Egal zu welcher Zeit. Wenn ein Disney-Tod so gut wie hier verschleiert wurde, bedeutet das, dass es etwas ganz Großes sein muss. Thank you.